Deine Reise nach Taiwan. In diesem Video gibt's die wichtigsten Informationen für deine Asienreise. Für dieses Video haben Freunde von mir tausende Videos und Fotos durchwühlt und die etwa 120 für sie interessantesten ausgewählt. Zu denen werde ich jetzt gleich spontan was sagen. Ich kenne die Bilder selber noch nicht. Wenn du keine Zeit oder keine Lust hast, dir das ganze Video anzuschauen, dann klick dich bitte unten einfach durch die Themen, die dich interessieren und vergiss nicht, einen Kommentar dazulassen, damit ich gegebenenfalls noch ein Video machen kann. Man war so freundlich, mir die Fotos alle aufs Handy zu spielen, also muss ich ab und zu mal runtergucken. Ihr seht die Fotos ja eingeblendet. Ganz klar, Strom für einen YouTuber wichtig. In Taiwan haben wir 240 Volt. Ich empfehle euch immer, Geräte zu kaufen, die auch mit 110 Volt umgehen können. Und dann steht da immer drauf 110 bis 240, 250. Fahrt ihr absolut safe mit, dann habt ihr da keine Probleme. Ich hatte mal das Erlebnis in Costa Rica, dass wir ein Ladegerät dabei hatten, das hatte nur die Möglichkeit, auf 240 Volt zu funktionieren. In Costa Rica gab es zu dem Zeitpunkt aber überall nur 110, aber das haben die dort auch gelöst, indem man einfach zwei Leitungen zusammengelegt hat und dann hatten wir zumindest schon mal 220. Da auf jeden Fall ging das Ladegerät. Das Foto zeigt mich ganz klar auf dem Flug und ich buche halt immer Eco, das günstigste. Das waren jetzt in dem Fall 1000 Euro hin und zurück. Müsst ihr halt mal gucken, dass ihr günstige Flüge bekommt. Dazu habe ich ja jetzt schon verschiedenste Videos gemacht, wie man das am besten bewerkstelligt. Das Video zielt darauf ab, dass Freunde wissen, dass ich mit dem Flugzeugessen meistens nicht zufrieden bin. Das löse ich halt immer für mich, dass ich einen kleinen Rucksack nehme. Den nehme ich auch immer direkt mit an den Platz, wenn ich meinen Platz einnehme, damit ich keinen mehr störe mit irgendwelchen Suchprozessen. Und da habe ich halt drin meistens ein paar Tomaten, ein paar Paprika, ein paar Gurken, ein paar Eiweißriegel. Ich sehe aber immer zu, dass das Ganze aufgegessen ist, weil meistens darf man die Sachen in die Länder nicht einführen, in die ich reise. Das kostet dann Strafe, da muss man tatsächlich aufpassen. Und des Weiteren packe ich in den Rucksack dann auch immer halt ein paar anständige Kopfhörer, damit ich da meine Ruhe habe, ein bisschen abspannen kann und einen USB-Stecker auch, weil man hat an diesen großen Langstreckenflugzeugen eigentlich immer mittlerweile einen USB-Port, wo man dann halt sein Handy auch laden kann. Wer nach Taiwan reist, hat die Möglichkeit, 150 Euro zu gewinnen. Die sind dann auf einer Chipkarte gespeichert und die kann man im ganzen Land ausgeben. Ich habe leider Pech gehabt, aber jeder kann kostenlos an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Muss man einfach die Webseite besuchen, die jetzt eingeblendet ist, und dann bekommt man sofort per E-Mail einen QR-Code und diesen QR-Code kann man nach seiner Landung an einen Scanner halten und dann bekommt man halt sofort seinen Gewinn oder wie ich auch nicht. Das Bild zeigt Nigiri. Ich liebe Nigiri. Es ist Sushi, das ist dreieckig, es ist mit einem Algenblatt verpackt. Es kostet im Ausland wenig Geld. Ich habe das in der Mongolei kennengelernt, da hat es 70 Cent gekostet. Diese Boxen hier haben mich total beeindruckt. Das sind halt diese Greifautomaten, die wir hier auch auf Veranstaltungen stehen haben. Und hier kann man halt sich sein Essen besorgen oder auch Markenmineralwasser wie in diesem Automaten. Hier sieht man die Müllabfuhr. Das Besondere in Taiwan ist, die Müllabfuhr fährt herum, spielt ein Lied und dann wissen die Leute, die Müllabfuhr ist da und bringen ihren Müll direkt zum Müllwagen. Das hat den Vorteil, dass Kakerlaken und Ratten erst gar nicht die Möglichkeit haben, sich noch besser zu ernähren, als sie es sowieso schon tun. Hier sieht man mich in der U-Bahn schlafend. Okay, das ist natürlich gestellt, aber man hätte echt gekonnt. Es ist super ruhig dort in den U-Bahnen und in den Zügen. Zugfahren in Taiwan, super Geschichte. Nicht nur, dass die Züge ruhig sind, man hat auch immer die Möglichkeit, hier am Bahnhöfen kaltes und warmes Wasser zu bekommen für Snacks. Die gibt es eigentlich fast überall, diese Wasserspender. Man hat aber auch die Möglichkeit, seine Handys anständig zu laden. Und es gibt halt große Wartebereiche, wo die Leute einfach nur so sitzen, wie auf diesem Foto. Ist halt total beeindruckend, da es auch hier wieder ruhig ist. Anders als bei uns muss man in Taiwan warten, bis sein Gleis freigegeben wird. Und wenn das Gleis frei ist, kann man sein Ticket an einen Scanner halten und dann kann man Drehkreuz passieren, um zu seinem Zug zu gelangen. Finde ich eine ganz gute Geschichte. So sind immer nur die Leute auf dem Gleis, die auch wirklich reisen. Auf dem Boden gibt es dann immer wieder Markierungen, wie man sich hinzustellen hat. Das funktioniert auch gut. So kann man teilweise auch parallel ein- und aussteigen, ohne dass man da irgendwie an den anderen anrempelt. Fast das Wichtigste in Taiwan ist diese Karte. Das ist die Nahverkehrskarte. Die kann man sich besorgen einmalig und da kann man die gegen Bargeld quasi in jedem Supermarkt wieder aufladen. Und man kann damit nicht nur seine Tickets bezahlen, sondern auch in irgendwelchen Shops seine Snacks bezahlen. Das ist sehr praktisch, quasi eine Kreditkarte für den kleinen Mann. Die Bezahlung der Züge läuft anders in Taiwan. Man kauft vorher kein Ticket wie bei uns, sondern man hält die Karte an ein Lesegerät, läuft durch ein Drehkreuz.
benutzt das öffentliche Nahverkehrsmittel und am Ausgang hält man die Karte wieder an einen Scanner mit Drehkreuz und dann wird der Betrag abgebucht. Wenn man nicht genug Guthaben hat, kann man den dann an einem Kassenhäuschen nachlösen und dann bekommt man so eine Münze, die wirft man dann alternativ in den Automaten ein. Hier ist schon wieder die Ausnahme der erzählten Geschichte. Das sind die Tickets für die Schnellzüge. Die mussten wir tatsächlich separat buchen. Die haben aber, wie man sieht, hier auch diese QR-Codes, die funktionieren quasi genauso. Nur, dass man die halt vorher gekauft hat oder wir haben die vorher gekauft. Und dann hatten wir auch den Vorteil, dass wir Sitzplätze reservieren konnten. Das war aber auch alles wieder sehr günstig und bezahlbar. Die Bahn hier fährt durch den Regenwald, sehr zu empfehlen, haben wir auch nur sehr spontan bekommen. Die Webseite hat immer wieder Probleme aufgeworfen, die wir nicht lösen konnten bei der Buchung, aber vor Ort hat es dann geklappt. Kann man sich natürlich nicht drauf verlassen, aber ich kann es nur jedem empfehlen. Ein Einblick in die taiwanesische Küche, was soll ich euch sagen? Vergesst Brot, ich liebe ja Brot zum Frühstück, habe ich 3 Wochen lang nicht bekommen. Gewöhnt euch einfach an Nudeln und Reis und morgens auch schon gerne viel Fleisch. Ich hatte da so meine Probleme mit, ist aber ein Erlebnis, die asiatische Küche, und sie ist super billig. Bahnfahren und Essen ist super billig. Mein Sushi kann ich in Deutschland schon mit Stäbchen essen, aber dann hörten meine Qualifikationen am Stäbchen auch auf. Das konnte ich in Taiwan ausbauen. Es gibt wirklich immer nur Stäbchen, außer zur Suppe, da gibt es einen Löffel zu. Und mittlerweile kann ich wirklich sehr gut Stäbchen essen, glaube ich. Und sogar die glitschigen Nudeln kann ich gut essen und einzelne Reiskörner aufheben. Man lernt das echt gut. Wenn man das nicht lernen möchte, nehmt euch am besten Geschirr aus Deutschland mit oder Besteck aus Deutschland mit. Hier hat uns der Koch extra noch drauf aufmerksam gemacht in dem Restaurant, das weiß ich noch ganz genau, dass dieses Gericht jetzt hier eine Sonderaktion ist und dass nur noch wenig da ist und wir doch jetzt bestellen sollen, aber haben wir nicht gemacht. So Straßenimbiss wie auf diesem Bild hat man echt häufig und überall, gibt natürlich immer viel aus dem Meer. Hier ist ein Oktopus zu sehen. Hier sieht man Entenhälse. Ich sage immer Enten, stimmt gar nicht, sind Gänsehälse. Und ja, ich habe die zuerst fotografiert und habe dann gedacht, die isst du nicht. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, wofür bin ich da? Natürlich zum Probieren. Habe mir dann für sogar relativ teuer Geld, ich meine 35 Taiwan-Dollar, das ist etwa ein Euro, tatsächlich nur einen Hals genommen und den habe ich mir dann frittieren lassen vor Ort. Und es hat gut geschmeckt. Hier haben wir uns gefragt, was diese Feuerbehältnisse auf der Straße immer für einen Zweck haben und haben dann herausgefunden, was es ist, aber ich denke, dazu kommt nachher mehr. Wie schon erwähnt, Speisekarten sind gewöhnungsbedürftig. Ich empfehle euch auf alle Fälle, nutzt das kostenfreie Google Sprachtool, nutzt auch die Offline-Funktion, ladet euch auf alle Fälle Chinesisch traditionell und vereinfacht herunter, ebenso wie Englisch, wenn ihr da Sprachdefizite habt, damit ihr irgendwie klarkommt. Ihr könnt euch auch nicht darauf verlassen, dass die Fahrpläne des Busses auf Chinesisch und Englisch sind. Ich habe es ganz häufig gehabt, dass die Fahrpläne wirklich nur auf Chinesisch waren. Das hier ist in, wir machen es anders. Ich kann die Orte immer schlecht zuordnen. Ich blende die Orte immer ein. Hier hat man das Problem, dass wir nicht wussten, welchen Bus wir nehmen sollen, beziehungsweise nicht sicher waren. Und hier sieht man den Freund von mir, der mit mir gereist ist, der sich gerade mit einem Einheimischen unterhält. Und man muss wirklich sagen, die sind super nett. Ich kenne das aus anderen Ländern. Wenn man von Einheimischen angesprochen wird, dann haben die eigentlich nur eins im Sinn, und zwar ihren Vorteil. Ist uns in Taiwan nicht passiert. Die Menschen sprechen mit einem, weil sie helfen möchten. Die haben nicht den Anreiz, irgendwie jemanden Geld abzunehmen. Dieses Bild zeigt Ladestationen für Akkus und die Akkus werden halt in Roller gepackt. Da gibt es halt ein Mietsystem, das funktioniert irgendwie auch natürlich wieder mit einer Chipkarte. Und dann kann man, wenn ein Roller halt leer ist, einfach anhalten, seine Karte ranhalten, alten Akku rein, neuen Akku raus und weiterfahren. Die Ladestationen gibt es wirklich überall. Damit kann man wirklich, glaube ich, durchs ganze Land fahren, wenn man möchte. Das Bild zeigt was ganz Besonderes, und zwar wird hier ein Torquem übergeben. Erstmal, man hat ganz viel Personal noch auf den Bahnhöfen. Ich denke nicht, dass die wirklich notwendig sind. Die Züge sehen da schon alle ziemlich modern aus. Ich glaube, das ist einfach nur ein Relikt, weil man es immer gemacht hat. Und hier wird ein, ich glaube, die Dinger heißen Torquem übergeben. Es ist wohl so, dass immer nur derjenige, der diesen Torquem hat, die Strecke befahren darf. Das System ist in Indien wohl noch total gängig und auch notwendig, weil die Bahnschienen da wohl noch ein ziemlich altes System haben. Hier in Taiwan, glaube ich, einfach ist es, wir haben es immer gemacht und
So eine Übergabe habe ich halt noch nie eher gesehen, die musste ich einfach festhalten. Wäsche waschen in Taiwan ebenso wie in Australien kein Problem. Ihr findet überall Waschsalons, es sind halt schnelle Geräte, Kleidung halbe Stunde, Trocknen halbe Stunde. Hat mich jeweils 60 Taiwan-Dollar gekostet, also 120 Taiwan-Dollar insgesamt. Total günstige Geschichte. Wir hatten das aber auch in einem etwas besseren Hotel. Die hatten das sogar gratis mit dabei. Ja, deswegen hatte ich gerade nichts mehr zu dem Feuer auf den Straßen gesagt. Wir haben im Laufe der Reise nämlich gelernt, dass man Ahnengeld verbrennt. Man geht also in den Supermarkt und kauft bedrucktes Papier, Ahnengeld. Und dieses wirft man dann für die Ahnen ins Feuer und lässt es verbrennen. Und das Feuer brennt dann halt noch auf der Straße. Das ist wohl das ganze Geheimnis dieser Feuerkübel, die auch wohl nicht ganzjährig brennen, wenn ich es richtig verstanden habe, auch immer nur ein paar Wochen. Ja, ich sagte schon, ich liebe diese Asiasuppen und dachte halt, ich gehe in ein Rahmenrestaurant. Und man muss halt wissen, so eine gute Asiasuppe, die man sich beim 7-Eleven kauft, also so ein Supermarkt, der überall ist, kostet mich so 80 Thai-Baht. Und hier habe ich tatsächlich 120 bezahlt, das weiß ich noch. Musste ich in einem Automaten meine Bestellung aufgeben. Dann habe ich einen Kassenbon bekommen. Dann konnte ich zu einer Wand laufen, konnte mir diese Fertigsuppen nehmen, quasi genau die gleichen wie in einem Supermarkt, und konnte die dann an so einer Station selber warm machen. Ich habe mich immer gefragt, wo die zwei Eier sind und wie die zu mir kommen, welche ich auch bestellt hatte. Beim Rausgehen aus dem Laden habe ich dann diese Kiste gesehen und auch direkt fotografiert, weil hier hätte ich mir offenbar zwei Eier rausnehmen können und dann hätte ich die halt beim Zubereiten mit in die Nudeln hineingeschlagen und halt gegessen. Habe ich dann nicht mehr nachgeholt. Die zwei Eier habe ich quasi umsonst bezahlt. Also es war jetzt okay, schon alleine wegen des Erlebnisses, aber es war auch teuer. Also man hätte es locker für 80 Thai-Baht bekommen können und ich habe 120 bezahlt, bringt mich jetzt nicht um, aber wenn ihr aufs Geld gucken müsst, dann geht da halt nicht rein. Da solltet ihr auf alle Fälle reingehen. Das ist in Taipei der Taipei 101 Tower. Ich glaube mittlerweile das siebthöchste, gar nicht wahr, das elfthöchste Gebäude der Welt, glaube ich. Ist auf jeden Fall mega hoch und hier haben wir uns auch den Luxus gegönnt und sind halt ganz hoch gefahren, weil wenn man schon mal da ist, kostet irgendwie 10 Euro mehr, aber ist es echt wert? Kommt ein bisschen früher, wir waren auch ganz früh da. Im Eingangsbereich ist da nämlich noch nicht so viel los und ihr seht halt schon auf diesen Bildern, es sind halt Dior und Chanel und alle Firmen vorhanden und präsentieren sich dort sehr aufwendig und im Rahmen dessen haben sie halt so einen künstlichen Garten dort angelegt und gut, ist auch nicht meine Welt, aber ich hatte diesen Garten quasi noch für mich alleine. Eine Stunde später waren da halt alles Influencer. Es war mega voll. Also wenn ihr da Aufnahmen machen wollt, geht eine Stunde vorher hin. Und ihr habt natürlich auch den Vorteil, dass ihr auf der Plattform auch noch relativ, also allein ist das falsche Wort, aber die Plattform ist noch leer, wenn ihr früh hingeht. Das Besondere an diesem Gebäude ist, dass es erdbebensicher sein soll. Und der Clou an der Geschichte ist halt die Kugel, die ihr jetzt seht. Die soll schwingen bei einem Erdbeben und dadurch den Tower quasi ja, so halten, dass er nicht einstürzt. Nehmt euch auf alle Fälle Kosmetikartikel aus Deutschland mit. Ihr bekommt sie nirgendwo günstiger. Sonnenschutzmittel bekommt ihr nicht unter 20 Euro im Ausland. Und in der Regel habt ihr dann auch nur Faktor 30 und nicht 50 wie bei uns. Ich musste diesmal in Taiwan Rasierschaum kaufen, weil ich mich an meinen eigenen Tipp nicht gehalten habe. 100 Milliliter, 3 Euro. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Experiment gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, damit ich es besser machen kann. Und hier ist das versprochene Video.